Großartig, Auftrag abgeschlossen, 1 € Verdienst. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Testpiloten. Ich bin hier gerade auf Testhalt und möchte Bonify testen. Hallo Enrico, wie findest du den Auftrag für die Beschreibung für deinen Auftrag? Sollst du kostenfreie Revision bei Bonify durchführen? So, Bonität, Kreditwürdigkeit anfordern. Alles klar. Gut. Okay. Sehr interessant. Keiner kommt bei Moneyfy, mindestens 18 Jahre alt, Wohnsitz in Deutschland. Okay, ich bin mindestens 18 Jahre. Ich bestätige, dass ich noch keinen Account bei Moneyfy habe oder hatte. Und ich bestätige, dass ich in Deutschland wohne. So, Auftrag starten. Wir stellen nur ein paar Fragen zu Bonify. Hast du schon einmal deine Bonität überprüft? Nein. Hast du einen laufenden Kredit? Ja. Nein. Ja. So, die Anleitung. Das ist jetzt also die ausführliche Beschreibung. Im nächsten Schritt musst du deine E-Mail-Adresse bestätigen. Mache davon bitte einen Screenshot. Lade diesen anschließend hier hoch. Auf dem Screenshot sollte das Datum gut zu erkennen sein. Okay, also. Hier muss man sich erstmal nur anmelden. Damit man die Bestätigung per E-Mail bekommt. So. Ja, Cookies. Die Anmeldung beeinflusst nicht dein Bonitätsscore. So. Lizenziert und beaufsichtigt durch die BaFin, durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen. Okay, TÜV geprüft Saarland und Top-Dienstleister 2019. Okay, Business Insider Süddeutsche und so weiter. Gut. Das sieht ja schon mal seriös aus. So, immer kostenlos, höchste Sicherheit, schnelle Anmeldung. So, meine Bonität kostenlos prüfen. Tippen wir erstmal kurz ein. Jetzt wird die E-Mail, die ich erhalten habe, da muss ich jetzt meine E-Mail-Adresse bestätigen. Davon soll ich einen Screenshot machen. Dann soll ich die Datei auswählen, hier einfügen und dann geht es zum nächsten Schritt. Oder auch nicht. Also wichtig zu wissen, damit es euch nicht geht, so wie mir, die brauchen unbedingt ein Bild. Keine irgendwelche Datei, keine PDF, die brauchen wirklich eine Bilddatei. Und am besten dann via Screenshot und dann gleich über den Paint, wenn ihr einen älteren Rechner habt. Weiter geht's. So, Fragen beantworten. Personalausweis verifizieren, Handynummer angeben und die Identifizierung mit einer TAN bestätigen. Also hier gibt es nochmal die Möglichkeit zu entscheiden, entweder über das Online-Banking-Daten, damit man Bonify dann auch gleich miteinander verbinden kann mit seinem Online-Banking, wo man dann auch gleich diesen Finanzmanager mit drin hat
Oder weiter mit deutschem Personalausweis. Wenn man mit dem Personalausweis weitergeht, mit dieser Option, dann sollte man hier diese Nummer eingeben und seine Handynummer, damit man eine TAN über die SMS erhält. Aber bevor wir hier weitermachen, gehen wir nochmal schnell auf Test erhält. Und jetzt geht es direkt weiter, Webseiten testen. So, hier steht nochmal die verschiedenen Features nutzen, angucken, damit man auch eine aussagekräftige Bewertung abgeben kann. Ne? Ganz wichtig. Außerdem als es noch ein Screenshot vom Dashboard hochladen. Okay. Und weiter geht's bei Bonify. So, kostenlosen Zugang. Werte deine finanzielle Fitness aus und lass dich über Veränderungen benachrichtigen. Behalte die Übersicht über alle deine Konten und lass dir kostenlose Nachrichten schicken, wenn etwas auf deinem Konto passiert. Unsere einzigartige Lösung erhält Angebote, die perfekt auf deine persönliche Bonitäts- und Finanzsituation zugeschnitten sind. Bin ich ja mal gespannt. Individuell einstellbare Mitteilungen halten dich up to date. Wir informieren dich unter anderem über Kontobewegungen, Veränderung deiner Bonität und Fitness. Fertig. Als allererstes haben wir hier eine kleine Übersicht. Das Dashboard sozusagen. Davon sollten wir laut Testerheld einen Screenshot machen. Falls noch keiner so einen Screenshot gemacht hat, über seinem Laptop, beim Handy kennt man das ja, beim Laptop-Computer ist das ein bisschen anders. Ich habe Windows 8 und einen Nvidia-Laptop, der ist schon ein paar Jährchen alt. Und da ist das folgendermaßen: Man hat da unten links in der Ecke rechts neben der STRG-Taste hat man die Taste, wo ein großes F und ein großes N ist. Die drückt man. Plus die Taste rechts oben über den Numlock, wo Ende steht, beziehungsweise darunter Druck. Diese beiden Tasten drücken und dann geht das in die Zwischenablage. Dann geht man auf Paint und dann geht man auf Einfügen und da hat man das dann. Und dann muss man sich das bloß noch zurechtschneiden, speichern, bei Tester halt einfügen, dann geht's weiter. Und zum Schluss gibt es bei Tester halt noch einen kleinen Fragebogen. Na. Und dann kann man sein Feedback absenden. So, großartig, Auftrag abgeschlossen, 1 Euro Verdienst. 48 Stunden dauert jetzt die Prüfung und dann schauen wir mal, ob mir das Geld gut geschrieben wird. Also nochmal zurück zum Dashboard. Hier wird angeboten verschiedene Kredite, verschiedene Kreditkarten mit Konten. Wie ich das jetzt mal so sehe, ist auf jeden Fall eine gute dabei. Girokonten. Andere Angebote, Versicherung, Kfz-Haftpflicht, Hausrat, Rechtsschutz, Energie und Internet, Strom, Gas, Internet, Mobilfunk und weitere Kredite, Baufinanzierung. Also schon gut gefächert. Hier ist mal Prüfen, Vergleichen, Anträge und so weiter. Mitteilungen und mein Profil. So, sieht ganz ordentlich aus, sehr sauber und sehr verständlich. Also, auf jeden Fall schon mal eine gute Sache.
Gut, so viel zu Bonify. Von der ganzen Übersichtlichkeit her. Das war's zum ersten Teil von Bonify. Und beim nächsten Mal kommt das Endergebnis und die Bewertung dazu. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Auf Wiedersehen.